So, da gibt es schon wieder die neue Tagesaufgabe und die machen wir jetzt mal ganz raffiniert. Seien du oder Teammatches unter den letzten 5. Ich probiere es jetzt einfach Solo versus Squad und probiere da unter die letzten 5 zu kommen. Und so bescheuert wie eigentlich alle immer spielen, behaupte ich sogar, ich kriege es hin. Wir gucken einfach mal, aber ich denke mal, die Aufgabe ist klar. Spiel du und sollst halt unter den letzten 5 Teams sein oder halt bei Team-Matches und da unter den letzten 5. Also ich behaupte, es ist sogar solo machbar. Hat zwar vielleicht ein bisschen mit Kämpfen zu tun, aber werden wir jetzt mal sehen. So, dann erstmal in erster Linie danke für jetzt 88 Abonnenten. Ich kann da nur immer wieder danke sagen. Es fehlen halt jetzt noch 2 Abonnenten, dann kommt die 9. Zahl vom Paysafe-Code hinzu. Und was gestern mit der Tagesaufgabe passiert ist, keine Ahnung. Im Schnitt so 100 Klicks, ja, sind okay, läuft ganz gut, aber ich kann mal gerade spaßeshalber gucken. Allein jetzt schon sind es 440 Aufrufe, aber genau in dem Video war meine Tonaufnahme beschissen. Weil ich nämlich im OBS ein bisschen rumgespielt hatte und da war der Ton halt ein wenig leise. So. Gehen wir aber mal hier rein. Und wie gesagt, wer die 10 Euro da unten knacken will, einfach in die Videobeschreibung gucken. Da ist ein Video verlinkt mit Erklärungen, wo ihr was einlösen könnt, wie ihr seht, ob der Code richtig oder falsch ist und so weiter. Wenn ich dir schon mal jemals helfen konnte, und das jetzt schon das zweite Mal ist, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, Support ist kein Mord. Ich helfe euch, ihr helft mir und alles ist gut. So, wo fliegen wir denn jetzt hier hin? Habe ich jetzt Team gemacht oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Doch, ich meine, ich habe Team gemacht. Ich fliege jetzt einfach mal zum Balkan. Letzten 5. Letzten 5 bedeutet eigentlich, wenn nur noch 20 leben. Rein theoretisch, wenn es volle Squads sind. Aber letzte 5 ist schon. Sonst war es, glaube ich, immer letzten 12 oder so. Also hier müssen wir schon vorsichtiger spielen. Weil klar, ich werde mich mit keinem Viererteam anlegen, also. Die ersten sind schon weg vom Fenster. Ich muss halt jetzt wirklich aufpassen, ey. Ich dachte gerade schon, da hinten steht einer. Genau. Da. Aber war keiner. Das hat echt so ausgesehen. So, gehen wir mal hier hin. Wie schön ruhig hier ist. Ah, Zone ist auch nicht so weit weg. Aber irgendwie Loot, kein Lust. Ja. So, es leben nur noch 67, 66 sind immer geteilt durch 4, sage ich jetzt mal ganz simpel. Es sind im Prinzip nur 15, 16 Teams. Was ist das für ein Gelege? Wie gesagt, an meiner Codierung liegt es nicht. Ich wollte aber nochmal danach gucken, aber ich habe es schon deutlich runtergeschraubt. Weil in dem letzten Video ist mir aufgefallen, aber da konnte ich bei Rette die Welt nicht mit neu anfangen, weil ich die Mission schon fertig hatte. Da war nämlich das Bild dann am laggen. Aber nur das Bild. Manchmal hat diese Aufnahmen, das sieht immer alles so einfach aus, aber die ganze Technik. Und wenn du das änderst, dann klappt das mit dem nicht. Dun, dun, dun.
Zack. Mit Pump wäre jetzt noch nicht schlecht. Dann hätten wir eigentlich alles. Oh, na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich höre hier auch noch eine Kiste. Lagerfeuer ist auch gut. Und falls ihr Solo probieren wollt, wie gesagt, versucht immer so weit wie möglich aus der Mitte wegzubleiben. Weil ich werde halt mich irgendwo hier in dem Bereich einordnen und nicht da irgendwo in die Mitte versuchen. So, hier ist eigentlich alles weg. Ich will immer so schnell wie möglich auf die nächste Plattform, aber da muss ich mich ein bisschen gedulden. So, eine Pump wäre nicht schlecht. Ja, natürlich die. Die Pump, die ich überhaupt nicht mag. Ich kann echt nur hoffen, dass ich keine Lecks habe, wenn Gegner da sind. Ah, das geht ja noch. Grunde genommen sind jetzt noch 12 Teams da. Aber im Teammodus wissen wir ja, alles ist ein bisschen aggressiver als sonst. So, dann mache ich mich mal langsam, aber sicher auf den Weg. Aber hier drüben kann ich schon entspannt hingehen. Ich meine, ich habe ja noch das Lagerfeuer im Prinzip. Ist eigentlich alles safe. Ja, ganz entspannt. Das wäre schon lustig, wenn ich Solo machen könnte. Sag mal ganz ehrlich, was spricht dagegen? Muss halt nur defensiv spielen, einfach nur überleben. Hier auf einer Insel mit 99 Idioten. Eigentlich müsste ich noch gar nicht losgehen. Merkt schon, der Sturm kommt jetzt näher. Die ersten Teams treffen aufeinander. Dann. Lauter machen für mich selber. Aber schnell sterben sie nicht. Definitiv nicht. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Gas geben. So, wir haben noch unser Lagerfeuer, von daher mache ich mir hier keine Gedanken. Aufpassen, dass hier nicht irgendwie links, rechts neben mir einer herläuft. Unten her würde ich eigentlich am liebsten nicht bauen, in so Situationen auch vermeiden, weil man sieht das frisch gebaute. Und im Lagerfeuer auch aufpassen, weil das sieht man nämlich auch. Ja, ich komme gerade so rein. Die nächste Zone. Ja, entspann dich mal. Warte mal, fallen hier nicht. Ach, noch ein Lagerfeuer. Aber ganz ehrlich, wegen einem HP? Ne.
Da, es liegt nicht an mir. Ich hätte mich gerade wieder geguckt. Nix. Alles im grünen Bereich. Oh ja, jetzt muss ich doch Gas geben. Das wird einige Teams den Tod kosten. Hier die Zonen auf jeden Fall. Gut, dass ich die zwei Lagerfeuer habe. Eigentlich will ich in die Zone laufen. Das hier ist jetzt nicht gut. Weil dann später reinfliegen. Na, das gut geht, weiß ich auch nicht. Das Medikit mitholen. Ich hol's mal mit. So, hier schön unauffällig verhalten. Oder? Ich weiß ja nicht, ob ich reinlaufen soll oder dann halt fliegen soll. Auf jeden Fall nicht rumspringen. Ich bin eigentlich ziemlich nah an der Zone. Wenn ich es hier sehe. Ich höre Schüsse. Ich weiß echt nicht, ob die da sind. Im Prinzip leben nur noch 5 Teams. Hier sehe ich mal keinen. Einfach unauffällig verhalten. Die werden definitiv weiter reinziehen. Ja, Top 5 müsste eigentlich hier machbar sein. Die Zone kommt. Ein Stück leben nur noch mit mir. Gehen wir einfach hier dazwischen. Das ist schon mal gut. Hier wurde nicht gelootet. Das heißt, hier ist eigentlich keiner hergegangen, außer da oben die. Da komme ich hier hinter. Nee, ist nicht schon. Inzwischen lieber die Werfer wieder mit. Ah, da baue ich mich. Nein, er hat mich gesehen. Ich bleib einfach dahinter. Ich mache einfach nichts. Oh nein. Ich komme auch nicht hier weg. Ich habe kein Trampo, nichts. Ich kann jetzt nur hoffen, dass irgendwie andere sich einmischen. Aber 16 Stück leben noch. 15. Boah, das wird knapp. Er ist der Einzige, der mich gesehen hat. Jetzt ist die Frage. Spielt er einfach so im Team oder spielt er wirklich mit seinen Kameraden? So, Zone macht dann ein Auge. Das war mir so klar. Ah, ja, ja, ja. Er hat gesessen. Boah, das sind schon direkt die nächsten. Und das war's. Aber geschafft. Solo ist das machbar. Deine Platzierung ist Platz 5. Es geht nicht darum, viele Kills zu machen. Einfach nur überleben. Bei Medu ist es noch schwerer. Glaube ich. So, ich hoffe, ich konnte euch auch mit der Aufgabe helfen. So, noch schön 400 EP eingesammelt. Ganz entspannt. So, ihr wisst ja, Ladebildschirm.
Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn noch kein Abonnent bist und ich dir damit schon helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, damit mir die 90 und dann eventuell die 100, der erste kleine Meilenstein, dass wir das erreichen können. Gerade gucken, was es gibt für die Aufgabe. Aber ich denke mal, oh doch, ein Spray. Ein Cube. Ein Kevin Runen. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut mal rein. Macht's gut.